Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs hier auf dem Konfi-Kanal. Ja, neuer Tag bei mir, neuer Tag im Leben des Weishen, unserem Undercover-Cop, der gerade dabei ist, ja quasi die San Oni zu infiltrieren, um die ganzen Red Poles alle ranzubekommen und quasi, ja, einfach die San Oni hops zu nehmen. Dann schauen wir mal, was dieser Tag bringt. Unsere Nachbarinnen sind auch wieder dabei, alle. Haben sich wieder vertragen. Wieder alles gut, wieder alle dabei, hier auf dem Gang rumzuquatschen. Und wir haben eine Hauptmission gleich vor der Tür. Von unserer Polizeimission haben wir noch nichts gehört. Von daher würde ich sagen, was spielen die denn hier? Ist das Mahjong oder? Nee, da, oder? Doch, die Steine sehen aus wie Mahjong, aber die in der Mitte müssten doch dann andersrum liegen. Ja, vielleicht irgendeine Abwandlung oder so, vielleicht auch so eine Art Memory mit Mahjong-Stein oder so. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir doch mal, was hier auf uns wartet. Hallo. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way, or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm way. Hallo, schöne Frau. Das darf jetzt nicht meine Freundin hören. Ja, wir sollen unser Motorrad aus dem Parkhaus holen. Also wollen wir gleich hier mit unserem Moped beeindrucken. Ich glaube, jetzt ein Auto klauen vor ihr würde bestimmt mal nicht so gut kommen. You thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks. So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked like English contribution. Don't let the locals hear you say that. Well, I've only Bam been Club. Traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. Also quasi die ganz normalen Dinge, die man überall sonst auch nicht machen sollte. Wir können nicht absteigen, den Gesundheitsschein da hinten müssen wir uns mal merken. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Not that temple anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was using the grandfathers of the Shaolin Fist. Irgendwas mit Fäusten. So, jetzt haben wir ja auch mal den Tempel gezeigt und ja, sie wollte ja zu dieser Kampfschule, zur Martial Arts Schule. Wollen wir sie doch endlich mal dahin bringen. Haben wir das Ganze mal noch zu einer ganz kleinen Mini-Stadtrundfahrt umfunktioniert hier. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Da kann man bestimmt auch ein bisschen Eindruck schinden. Ich denke, das ist das, was der gute Way vorhat hier. So, und hier ist die Material Arts Schule. Im schönen, abgefragten Hinterhof. Isn't this school supposed to be in a temple? Can I help you? Yeah. I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah. It said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait.
I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. Okay, der zieht uns jetzt einfach mal mit hier rein. Nun gut. Halten Sie links, um anzuvisieren. Okay. Bewegen Sie sich und drücken Sie X, während Sie jemanden anvisiert haben, um verschiedene Richtungen zu schlagen. Sprich, wenn wir jetzt hier den Meister vor uns anvisiert haben, können wir trotzdem nach links, nach rechts oder auch nach hinten schlagen. So, das Ganze jetzt nochmal. Muss man auch nur treffen. So. I see time in America has rusted your skill. Und jetzt ist der Moment, wo wir unsere erste neue Attacke lernen, und zwar den Sweep Kick. Mit dem können wir hier einmal drücken und dann X halten. Wie ihr sehen könnt, unserem Gegner die Beine wegziehen. Auch sehr effektiv. Aua. Aua. Chill doch mal. So. Ich glaube, hier gab's. Ups, ich kann die nicht mal greifen, okay. So, hier gibt es sowieso keine Umgebungsangriffe, wir sind ja in der Schule, das ist ja hier alles quasi im Rahmen. So. Du willst wohl von hinten kommen, oder wie? Nicht mit mir. So, du willst auch noch. So. So. Wir sind zwar in der Schule, aber weit sie trotzdem durch. Especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. The Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But, I will definitely call you later. Oh, wir haben die Nummern getauscht. Ja, es ging ja flott. Wir haben den Sweep Kick erhalten, Amandas Telefonnummer und die Trainingsklamotten und biografischen Notizen zu Wei Shen. So, Sifu bringt ihnen einen neuen Move bei, wenn sie eine seiner Jade-Statuen finden. Genau, wir haben ja gesehen, es gibt insgesamt 12 von den Statuen, eine hat er ja noch. Sprich 11 können wir noch in der ganzen Stadt verteilt finden und für jede Statue, die wir ihnen bringen, bringt er uns einen Move bei. So, ich wollte nicht in das Menü, ich wollte mir jetzt noch den Bericht angucken, den wir bekommen haben. Ah, hier schon der erste. Name Wei Sheng, Rangermittler im San Francisco Police Department, Status versetzt zum Hong Kong Police Department. Wir sind 28 Jahre alt und biografische Daten gemäß seiner Bewerbung. Umzug von Hong Kong nach San Francisco im Alter von 10 Jahren mit Mutter, Margaret Chen, und Schwester, Mimi Chen. Besuchte die PS 121 High School, Abschluss 2002 mit Auszeichnung, ab September 2002 Politikstudium an der San Francisco State University. Freiwilliger Abgang von der Universität 2004, um einen anderen Karriereweg einzuschlagen. 1. Juni 2006, Bewerbung beim San Francisco Police Department, keine Vorstrafen oder bekannte kriminelle Verbindungen, sämtliche Drogentests sind negativ. 2007, Abschluss an der Polizeiakademie als Jahrgangsbester. Empfehlung des Akademieleiters, Kadett Chen verfügt über ein hohes Maß an Intelligenz, gute körperliche Fähigkeiten und eine natürliche Eignung für die Polizeiarbeit. Er ist angesichts seiner theoretischen und praktischen Leistungen ein idealer Kandidat für das Amt eines Detectives.
Ferner ist Cadet Chen mit der asiatischen Gangstruktur und Kultur in San Francisco vertraut und verfügt über umfassende Kenntnisse der Vorgehensweise dieser kriminellen Organisation. Angesichts des Mangels an qualifiziertem asiatisch-amerikanischem Personal innerhalb des Departments und des Bedarfs an chinesischsprachigen Officern empfehle ich die sofortige Aufnahme von Cadet Chen in die zivile Anti-Tong-Taskforce. So viel zu Wei Shins Karriere-Leben bisher. Was haben wir denn hier noch nebenan? Ja, das ist keine Gefälligkeit, trotz einer... Ja, ein paar Runden kämpfen, quasi Fight Club. Schauen wir doch mal rein. Ja, komm, auf die Zähne können wir verzichten. Aber ich denke, wir werden noch alle behalten. So. 6 Runden müssen wir hier überstehen. So. Du kommst mal mit. So, Runde 1. Einer war ja easy. Jetzt kommen schon 2. Das sehen aus wie Brawler. Ja, zumindest einer dabei. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Hier die Typis, die so blocken, die müssen wir uns schnappen. So. Aua. So, jetzt kommt der hier wieder. So, du darfst erstmal da runter. Und wenn wir in diesem Mode hier drin sind, dann können wir trotz der Blocks durch ihre Defense durchschlagen. So, nächste Runde sind 3 Mann. So, den bringen wir gleich mal zu Boden. Ich glaube, der ist down. Ne, noch nicht. Die Umgebungsangriffe natürlich, Finisher haben wir hier nicht. Aber selbst wenn wir die bloß mit dem Kopf dagegen schlagen, bringt das schon einiges. Ja, ich habe doch nie. Also manchmal ist man zwar kräftig am Blocken, aber das Spiel interessiert das dann einfach trotzdem nicht. So. Da würde ich kurz den Sweepkick zeigen, aber. Okay, das war's. Seinen Angriff konnten wir damit nicht unterbrechen. Okay, jetzt kommen wir schon so einen Breiter mit dazu. Ist Runde 4 oder 5? Runde 4. So, einmal quer durchgeschlagen. Jetzt sind wir wieder in unserem Rage-Mode. Jetzt regenerieren wir auch wieder ein bisschen Health. Ich meine, da war sowieso nicht so viel. So. Oh, nein. Oh, zum Glück gerade noch ausgewichen. Schon K.O., das ging ja schnell bei dem. So, alle Gegner besiegen, sag bloß. Mit einem Kick beide. Okay, sehr schön, komm, vorletzte Runde. Aber jetzt haben schon ein bisschen mehr hier. So. Der darf erstmal Stange fressen. Du darfst auch erstmal. Komm, du darfst auch. Wir machen uns das ein bisschen einfach. So. Ja, wer möchte? Ah, das hat sich schon wieder nicht gekontert. So. Du darfst nochmal dagegen. Oh, ja, war gerade so abgefangen. Und auch schön das Bein durchtreten hier. Das sah schmerzhaft aus. So, dem sind wir schön ausgewichen. Haben abgefangen. Na? Bis zum Glück bekommen wir dann regelmäßig diesen Rage-Mode, nenne ich ihn einfach mal, wo wir uns dann auch heilen. Das ist echt praktisch. So, das sind jetzt alles durch die Blocken sind kräftig. Bei denen müssen wir in den Clinch gehen. So. Zack, und auf in die letzte Runde. Ah, das habt ihr noch zu bieten. Einfach noch mehr. So, erstmal noch durch. Aber komm, ich bin zuversichtlich, dass wir die Runde auch noch schaffen. Wir sind for life. Ja, gerade in unserem Rage mal wieder. Oh, den sollten wir nicht angreifen. Schnell ausweichen. Zum Glück ändern sich die Tasten immer nicht, sondern es bleiben immer die gleichen. So, Nummer 1 ist schon mal weg.
uns. Ach, Andy, du bist auch so ein Vetter, okay. So. Schwinz dich mal gegen die Wand, funktioniert das ja auch. So. Mach den Takedown. Aua. Geht weg hier. Vielleicht erstmal die anderen ausschalten und dann zum Schluss um die Fetten kommen. So, der ist weg. Sind es nur noch vier. Den haben wir abgefangen. Jetzt haben wir dann zum Rage Mode. Sehr schön, da können wir noch ein bisschen Leben regenerieren. War tatsächlich gerade ein. Das heißt eng, irgendwie nicht. Aber wir haben schon ein kleines bisschen gefressen in der letzten Runde. Also, dass das hier jetzt Massen sind, macht sich schon bemerkbar. Und jetzt wird es tatsächlich vielleicht nochmal knapp. So. Zum Glück haben die keine Waffen dabei. Ja, komm. Raus, 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 raus. Oh Gott, jetzt haben wir wieder unseren. Jetzt sind wir wieder im Rage Machine zum dritten Mal oder so in dem Kampf hier. Gott sei Dank, wir hatten wirklich nicht mehr viel Life. Den haben wir jetzt gebraucht, ja. So. Und jetzt noch One-on-One hier mit dem, komm. Zack. Mitchell Arts Club gemeistert. Seriously, that's the best you can do. Ja, alle sechs Runden konnten uns nicht aufhalten. Und das gab Ansehen sowie 15.000 Dollar. Und dein Outfit, das Shenzhen Outfit. So, man könnte den Spaß jetzt hier nochmal machen, wie es aussieht, aber ich denke mal, da wird sich ja sowieso nichts ändern. So, beim Golden Koi haben wir unsere nächste Mission. Wir können uns ja nochmal. Wir sind ja eigentlich schon bald am Portende. Wir können uns ja nochmal die Kleidung, die wir jetzt bekommen haben, anschauen. Vielleicht ist das ja was Vernünftiges, was auch einen netten Bonus hat oder so. Wenn jetzt nochmal irgendwo ein geeignetes Auto stehen würde und jetzt nicht unbedingt ein Taxi. Ich würde gern selbst fahren wollen. Aber nachts, Hongkong, sind die Straßen nur leer. Keine Sau unterwegs. Davon kommt ein LKW. Wirklich nichts. Alles leer. Davon sehen wir schon den grünen Marker für die nächste Hauptmission. Aber die wollen wir noch gar nicht starten. Ah, jetzt ist von hinten eins gekommen. So. Komm, Moped. Aufsteigen. Ja, ist sogar schon ein Stückchen höher. Geht ja schon. Ja. Es ist ein Moped. Es ist kein Roller, es ist ein Moped. Immerhin. Aber Autos in die Garage reinfahren können wir nicht, ne? So GTA-Style. Und da einlagern. Ne, da tut sich nichts. Wir können da wirklich nur gekaufte Autos rausholen. So. Dann schauen wir uns nochmal das Outfit fix an. Ja, ganz schön blutiges T-Shirt hier. Wir haben doch schon ein bisschen was kassiert, ne? Hi. Was, er mag keine Blumen? Wow, ja. You're insane. Okay, und wieder Streit. Kackt die jetzt wieder vor der Haustür? Ja. Und same procedures every day. Irgendwie werden die beiden nicht miteinander warm. So, was haben wir denn jetzt hier? Bestimmt bei Outfits, ne? Das sind die Trainingsklamotten, die wir eben in der Mission da mit Amanda anhatten. In Shenzhen ist ja quasi auch nochmal oben wohnen. Hat aber auch keinen Bonus und so. Braucht man nicht nehmen. Ist nicht vonnöten. So, wir haben jetzt mittlerweile schon ein bisschen Geld. Vielleicht finden wir ja mal irgendwo einen Typi, der uns ein bisschen Einrichtung verkauft, dass wir unsere Wohnung hier zumindest ein kleines bisschen pimpen können. Schauen wir mal, ob wir irgendwann einen über den Weg laufen. Aber so viel dann zu heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe ebenso, ihr seid dann auch morgen wieder mit dabei. Bis dann.